Chatty Monster, Late Night Session hier heute. Ah, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Ihr seht, ich bin seriös, trage ein Hemd und ein Sakko. Viel mehr habe ich nicht zu erzählen. Was ist bei euch so los? Ich hatte heute Vater-Tochter-Tag. Ich war im Schwimmbad. Meine Tochter hatte selber in Gründen schulfrei. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Germany, Alter. Auf jeden Fall war ich mit dem Schwimmbad. Bäderland, Alter. Könnt ihr ein bisschen positivere Werbung machen? Ich sitze da im Bäderland und die Plakate, die da drin hängen, ich habe schon Eintritt bezahlt, wir haben schon alles gut gemacht, sind der Blick aufs Handy kann ihrem Kind das Leben kosten. Und da ist da so ein Bild, wo irgendwie kein Telefon drauf ist und ein Kind untergeht auf dem Telefondisplay. Alter. Das muss da doch nicht hängen, wenn ich hier im Bäderland Kinderbecken bin, oder? Wem auch sei. Daneben hängt dann das Plakat. Fotos verboten, was ja richtig ist. Und Fotohandys verboten. Ich weiß nicht, ob es heutzutage nicht Fotohandys gibt. Aber wenn Fotohandys verboten sind, dann kann ich ja gar nicht den lebensgefährdeten Blick auf eben dieses Fotohandy riskieren, oder? Ich weiß nicht, Germany. Ich weiß nicht, ob es ein German-Ding ist. Aber mir fehlt so ein bisschen die Positivity im Bäderland. Dann war ich mit meiner Tochter im Kino. Wir haben Mean Girls geguckt. Mean Girls basiert auf dem Musical Mean Girls, das auf dem Film Mean Girls aus 2004 basiert, wenn ich es richtig verstanden habe. Also es ist so wie der 2004 Film Mean Girls, der ja sehr, sehr gut ist. Regina George, einer der besten Bösewichte der Filmgeschichte. Ja, yeah. Zusammen mit Chong Li, Regina George. Macht man nichts falsch. Top-Besetzung auch. Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lindsay Lohan. Also 2004 Mean Girls, ein Klassiker. Der neue ist ein bisschen schlechter und es wird gesungen randomly zwischendurch. Also kann man gucken, muss man nicht gucken. Mehr des Mean Girls basiert auf Mean Girls, dem Musical, was auf Mean Girls basiert. Ist nicht ganz verstanden. Society of the Snowy angefangen, Triceratops. Sah gut aus. Bisher sind die abgestürzt, sei es ein Rugby-Team oder so. Und jetzt warte ich drauf, dass sie sich, ich weiß nicht, gegenseitig zerfleischen oder so. Keine Ahnung, aber weg des Spanish Society of the Snow, ich werde dranbleiben. Ich spreche Spanisch, wissen die wenigsten. Hola, me llamo Jan. Also kann ich mir das hier original reinziehen. Aber auch wenn das gleich so Uruguay-Akzent Spanisch ist oder Peru oder so, ich raff nicht alles. Ich habe nicht so aufgepasst. Aber da sind wir dabei. So war ich keine Challenges. Ich habe doch gesagt, hier challenge mich auf Lead Chess. Habt ihr keinen Bock zu spielen oder was, Chat? Hier Chess24 wurde heute abgeschaltet. Oder chess24.com, glaube ich. Also sind wir ein bisschen nostalgisch und machen hier um der alten Zeiten willen, eine Runde Geschwätzblitz. Bam! Let's go! Sneaky Attack! Zum Konzept von Geschwätzblitz gehört natürlich, dass wir die Schachpartie ignorieren und einfach weiterreden. Uruguay 1972, Abschluss in den Anden. Ja, aber ist das Team auch aus Uruguay? Das Team ist aus Peru oder so, oder nicht? Bin nicht ganz sicher. So, wir spielen hier gegen Sneaky Attack. Schönes Damengambit. C schlägt D, E schlägt D. Läufer nach G5. Bau nach C6, es macht mir das Leben schwer, Bau nach C6. Nach E3, Läufer F5 sind so solide, diese ganzen Drecksendspiele. Deshalb muss ich so spielen, aber nicht so viel Lust drauf. Das Team ist aus Uruguay, sie waren auf dem Flug nach Argentinien. Okay, weiß ich Bescheid. Nach Argentinien, ja? Chile, keine Ahnung, ich habe nicht so aufgepasst, aber Film weckt ja auf jeden Fall gut. Ich werde hier mit Fokuslos weiter gucken.
Bonner E3. H6 greift den Läufer an. Okay, ja, manche Füchse, die jetzt hier hingehen. Dann gibt es irgendwie komplizierte Sachen, so Springer H5. Aber ich weiß es auch alles nicht. Wenn ich Springer H5 mache, mache ich so, so. Dies, das. Und vielleicht auch jenes dann. Erstmal so. Bau nach H3. Weil mir geht das diesjährige Zugzwang. Es wird ständig verschoben. Rocket Beans scheint mir nicht zu glauben, dass ich einen vollen Terminkalender habe. Aber Stand jetzt. Irgendwann märzmäßig? Lass mich nicht lügen. 22. März, irgendwie sowas. Uruguay oder Argentinien, Hauptsache Spanien, so sieht's mal aus. Hamming Humbucker, danke für den Sub. Wir ziehen ein paar Figuren raus hier. Karlsbad Struktur können wir. Einer meiner Lieblingstricks, der hier leider noch nicht geht. Ich habe noch nicht auch hier. Das ist immer Springer H5, Springer schlägt D5, C schlägt D, Läufer C7. Und tschüss, Dame. Aber Moment, ging noch Läufer B4 Schach. Ich muss noch rochieren. Lapo 4712, echt Kölnisch Wasser, danke für den Sub. Floki, der Bootsbauer, danke auch dir. WM 2666, die Welt ist zu Gast beim Menschen. So, Fetsche, ich mach die Kurzrochade. Hey, Chatter 1 von meinem Chessable-Kurs ist fertig, von meiner Seite aus. Hat gefühlt 4 Jahre gedauert. Aber kommt irgendwann raus im Februar jetzt. Ich habe hart gearbeitet. Ich werde euch damit noch viel voll quatschen, um euch den Kurs anzudrehen. Aber ich war fleißig, fertig mit den Nerven. Muss noch Teil 2 mal so wohl aufgesplittet. Ist ja ein erstens E4-Repertoire in Teil 1 und Teil 2. Ich wusste aber nichts, aber weil ich ein bisschen spät dran war, ist es verständlich, dass ihr jetzt wenigstens Teil 1 hier fertig haben wollen. E4E5, Bäm, Agro-Berlin-Repertoire. Und wir widerlegen den ganzen Quatsch. So, was so an Quatsch gibt. Jetzt mit Videos, mit Texten, sind eigentlich 7 Schachbücher in einem und ich labere euch 40 Stunden voll. Ey. Es war Schwerstarbeit, aber ich hoffe, dass ein gutes Produkt wird am Ende des Tages. Sein Weißrepertoire. Vlad macht die Nebenvarianten. Vlad kontrolliert, dass es kein Computer-Cheating gab beim Erstellen dieses Kurses. Maluna spielt Schach. Ist Maluna bei Zugzwang dabei? Ich weiß tatsächlich noch keine Teilnehmerin. Ich weiß nichts. Aber könnte ja ein Fingerzeig sein. Alex Capone, vielen Dank für den Sub. Ist los, hab ich schon gewonnen? Gibst du auf, Sneaky Tech? So, eine Frühaufgabe hier. Steht natürlich schlecht, aber nur wegen eines Bauerns? Genitiv können wir. Ja, Spreche 6 war natürlich nicht so toll. Achso, ihr meint nicht Vlad Kramnik. Vjeko Nemec, er macht nicht die Nebenvarianten, er macht die Texte sozusagen. Also, ich habe die ganzen Analysen gemacht und natürlich die ganzen Videos. Aber bei Chessable, wir wollen ja, dass man zu jedem Zug einen schönen Aufsatz schreibt und den erklärt. Und ich habe häufig so aus meiner Sicht die Basics erklärt, aber Vjeko hat da schöne Romane draus geschrieben. Also, das war die Arbeitsteilung. So, haben wir Challenges? Wer ist denn hier? Wer ist hier der Star von euch, Chat? Ich habe er gelernt, wenn man in den Knast kommt. Toi, toi, toi. Man muss sich erstmal den Stärksten suchen. Bäm! Und dann ist Ruhe. J. Jome? Ich weiß nicht, was Good Advice ist hier. Hey, ich weiß nicht, ob so viele Witze im Text sind. Ich glaube, es wurde alles rauseditiert.
wie in meinem E4-E5-Kurs. Auch da wurde mir übrigens viel rausgestrichen. Viel rausgestrichen. Hier mein ganzes Louis C.K. Hotelzimmermaterial, das damals sehr aktuell war, wurde alles rauseditiert aus dem E4-E5-Kurs. Also, die Editoren sind gnadenlos. So, was macht man hier? Fetch raus. Ich habe Angst, dass ich Spanischschicht T5 einstelle. Aber habe ich noch nicht, glaube Chaos Prinz war gut unterhalten, das freut mich, Chaos Prinz. Hey, ich rede gerne mit Eddie, aber eigentlich nicht so beim Schachspielen. Ich glaube, das ist allgemein das Problem des Formats. Eigentlich verbringen wir gerne Zeit, reden gerne miteinander. Aber wenn man Schach mit reinbringt, es macht alles kaputt. Eddie ist schlecht gelaunt, weil er verliert und nichts lernt. Ich bin schlecht gelaunt, weil das Format ein bisschen langweilig ist. Weil ich immer hinterher rennen muss, dass wir hier neue Partien spielen. Also ist eine Lose-Lose-Situation, Schach. Kein Empfehlen. Ich sollte einfach hier mit Eddie reden. Über das Leben. Ich spiele auf Lead Chess hier gerade. Und ich behalte meinen Läufer. So, Chat, bald ist Mitropa Cup. Wie es aussieht, Mitropa Cup, das ist vielleicht wichtigste Turnier. Ich möchte nicht sagen der Welt, aber doch der Welt. Es ist ein Mannschaftsturnier. Ich glaube, benannt nach dem Deutsch, ist das das deutsche Bahnbordrestaurant Mitropa? Das steht für Mitteleuropa, glaube ich. Und Germany, weil es in Germany ausgetragen wird, in wunderschöner Polder, ich hoffe, es ist wunderschön, ich war noch nie da, ehrlich gesagt, wird mit einer Top-Mannschaft spielen. Und wenn die Stars da sind, dann bin ich natürlich auch da. Bei den Reichen und Schönen. Den Zwanes, den Blüber aus dieser Welt. Also muss ich bald nach Apolda, wie es aussieht. Was geht in Apolda? Ey, Turi! Einen wunderschönen guten Abend. Was bei dir? Du hast auch Schachkarriere gestartet. Ich habe die Message gelesen in meiner gewohnt kommunikativen Art. Selbstverständlich nicht reagiert. Was war da los? Ich habe es nicht verstanden. Du spielst mit Varian Schach, Turi? So, was muss ich tun? Hier schlagen? Bauer nach C5? Ich mache mal so. Metropa, die fiktive Marke in Hape Kerkelings Sketchen? Keine Ahnung. Ich bin nicht so Hape Kerkeling Connoisseur, muss ich gestehen. Also immer Freizeit, ich gucke eher so, keine Ahnung, so Comedy oder so. Dieses ganze Selbstfindung, Jakobsweg, ey, nicht so meins. So Horst Schlemmer, wäre lustig. Das war ein Minigame in einem Spiel. Okay, verstehe, verstehe. Also ihr spielt hier, keine Ahnung, It Takes Two oder so. Und da muss man auf einmal Schach spielen. TSG Apolda, sehr traditionsreicher Schachverein, viele Jahre DDR-Liga. Okay, weiß ich Bescheid. Mitropa und gab es wirklich bei der DR? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Auf jeden Fall bin ich beim Mitropa Cup in Apolda. Ich hoffe, Apolda ist wunderschön. Ich habe schon gecheckt, um ins Kino zu gehen, muss ich nach Weimar fahren. Ist jemand aus Apolda am Start? Schach ist ja, Schach spielt ja in den großen Städten, ne? Das wissen wir alle. Hier war, wo war ich Bundesliga letztes Mal? In Neuwied bei Koblenz. Jetzt, dann spiele ich jetzt ja für Deizisau bei Stuttgart. Jetzt geht es nach Apolda. Fernheim war ich bei Mannheim. Also ich bin einfach ein Global Player. Global Player, solange es deutsche Kleinstädte sind. Was ist hier los? Was ist da oben los? Ich take. Ich bin zuletzt wenig zum Stream gekommen, weil ich irgendwie 2 Wochen in Thailand rumhängen muss, zum Beispiel. Ihr wisst, ich hab's nicht leicht. Aber
Jetzt, wo Chess kurz, wo ich ein bisschen Luft habe, habe ich andere Sachen, wegen denen ich nicht zum Stream kommen werde. Aber ihr wisst, es fehlt mir. Die Störung hier, mir fehlt irgendwie, fehlen Angriffsziele. So vielleicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht geht so, was mit kommt. 204 Subs haben wir noch. Hey, endlich ausgesorgt. Aber ich glaube, das ist häufig auch das Problem, wenn man nie streamt, dann hat man auch nicht mehr so viele Subs. Oh, der Läufer hängt. Wenn man also einstellt, hat man nicht mehr so viele Figuren. Ich war abgelenkt, ich war abgelenkt. Oh, das wird nicht leicht jetzt gegen Jay Jong. Bitte, Remir, nee, nimm den Läufer weg. Was ist denn los mit dir? Nein. Schlag, komm. Oh nein. Thailand war sehr warm, er war lästig. Moskitos. Also, wie sagte Doc Rivers nach seinem 59 Millionen Vertrag mit den Milwaukee Bucks, wünsche ich meinen schlimmsten Feind. Tori finde übrigens nervig, dass man auf Letterboxd nicht alle Reviews von gefolgten Leuten sieht, nur von Freunden. Sind wir Freunde auf Letterboxd, Tori? Ich glaube nicht. Wie heißt du? Ich habe gerade Mean Girls 2024 reviewed. 3 Sterne. 3 Sterne heißt, kann man gucken, aber ich habe schon wieder alles vergessen. Wolle ist auch wieder gekommen aus der Thailand. Wie war es, Wolle? War ein bisschen warm, ne? Endlich wieder hier dem Chaos entflohen. Tristeres? Tristeristes? Ich kenne nicht so aus auf Letterboxd. Wie befrienden wir uns? Was ist da? Saugt da oben irgendjemand Staub oder was geht ab? Ich konsente erstmal, kam, weil ich gerade zugestimmt habe. Irgendwas bestimmt. Angriff! Jetzt sind wir doch wieder im Game hier. Oh, Jay Joe. Da ist eine Figur mehr und dann sowas. Akanemsko, how you doing? I don't know. I'm normally sad and lead a rough life, stressed. Don't know what to do with myself, but now I want a chess game. So that greatly cheers me up. Thank you so much, JJome95. Hey, irgendwas ist los bei mir. Ich weiß nicht, ob es eine Waschmaschine ist. Ich habe auch eine neue, wie heißt es hier? Wärmepumpe oder irgendwas, weil, keine Ahnung. Ja, ich verstehe dieses Haus nicht. Ja, ich habe Angst. Ich habe große Angst vor allem, was hier so rumsteht. Und jedes Mal, wenn was ist, habe ich auch festgestellt, weil ich es ja sehr schwer habe. Kommt irgend so ein Typ an und sagt, ist Wochenende, also kostet alles 70 mal so viel. Hier, ich habe hier jetzt was gemacht, eine Viertelstunde. Geben Sie mir bitte 3000 Euro. Ich glaube, ich muss auch noch Handwerker werden auf meinen alten Teil. AKA Nemsko is doing well, glad to hear. I'm still looking for the keys to happiness and the moral gambit. Chat, Alter, soll ich anfangen? Soll ich anfangen, mehr Englisch zu streamen? Englisch können wir.
Well, challenge me to a chess match. I'm hopeless at chess, but by all means, no worries if you're busy. I'm very busy until Monday. Then I'm back to having absolutely nothing to do. So next week works. Kasprin, hast du aufbauende Worte gesagt? Cheers, Nemsko. Let us play an exciting chess game. Soon. What's more fun than chess? Could think of a couple of things. Dein Englisch ist ja one wall free. Yes, I learned the common tongue for many years in the school. In the school, I studied the English. And there, I was told to watch my TH, because we, the Germans, we struggle a little bit with the TH, therefore I am usually focused on it, but I have the problem that I cannot say H3. H3, this square, is very difficult for me to pronounce. This H3, the combination of the H and the 3, it breaks my brain. That is a real problem. But other than that, my English is very good. For many years, older viewers might know this. I was doing things like commentary in the common tongue, banter blitz. Most of my life is in English. Honestly, switching back to better English. I don't know why I'm speaking English now. I'm a bit annoyed that my English is not better. Very hard to increase the level of English after a certain point. Was ich sagen will ist, ich kann glaube ich ziemlich gut Englisch. Ich habe sich gelernt durch Filme gucken mit englischen Untertiteln natürlich und durch in der Schachwelt rumhängen. Aber ab und zu versuche ich ein Buch auf Englisch zu lesen. Hier, ich bin ein großer Slow Horses Fan. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Slow Horse geguckt hat. Ich glaube, die meisten Leute haben kein Apple TV oder Apple TV Plus oder wie der Quatsch heißt. Aber Slow Horse ist super. Auf jeden Fall, ich versuche das Buch von der upcoming Staffel, ich glaube die vierte Staffel wäre die nächste, zu lesen auf Englisch. Alter Lachs, auf Englisch lesen ist so schwierig. Selbst für mich als Englischfuchs. Ich muss entweder die Hälfte so überlesen oder ständig irgendwelche Wörter nachgucken. Ist ein Problem. So, was machen wir hier? Dann B6. Ich habe einen Baum mehr, oder? Ich habe nicht gezählt, aber gefühlt habe ich einen Baum mehr. Oh, ich hätte gern Kaffee, aber ich muss gleich pennen. Other than that, so sieht's aus. WM 2006. Knight Binley's got Quick Bishops. Ich weiß nicht, was ein Joke ist. Vielleicht gibt es auch ein Slow Horses Buch, das tatsächlich Quick Bishops heißt. Ich habe keine Ahnung. Mein Humordetektor ist auch auf Null heutzutage. Ich raff nichts mehr. Jetzt ein Kaffee. Ja, wegen H3, deshalb bin ich dafür so sensibel, gab es einen Verriss bei meinem letzten Chessable-Kurs. Ich glaube, das A4-Chapter fand er gut, aber das H3-Chapter war nicht zufrieden. Gladwolf, danke für den Sub. Was wäre aus dir geworden, wenn kein Schach, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwas Vernünftiges. Wahrscheinlich wäre ich Anwalt oder Richter oder irgendwas. Und einen Beitrag zur Gesellschaft leiste. Okay. Ja, machen wir uns nichts vor. Und irgendwie Geld scheffelt. Oder Stripper.
Ich habe Magic Mike damals gesehen. War auch sehr prägend, muss ich sagen. Jetzt in Thailand gerade, ich weiß gar nicht, ob es da auch Stripper gibt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, die H3-Kritik hat mich getroffen damals. Terminverzug zwar wahrscheinlich geändert. Ich hoffe, ich kann den neuen wahrnehmen. Ich glaube, ich kann es mir nicht merken. 22.3. oder so war es irgendwie. Als Stripper kann man auch Polizist oder Anwalt sein, weiß ich nicht. Ey, wenn ich Stripper werden würde, würde ich es gleich schon als Fulltime-Job sehen. Ah, im Kostüm hast du, okay, verstehe. Was macht hier Geräusche? Er ist ein guter Englischlehrer, absolut, absolut. Vielleicht kann er in Thailand noch Englischlehrer werden. Ich glaube, das ist ein Plan, den noch nie jemand gehabt hat. Das ist mein Ziel, was ich noch nie so klar sah. Kann so etwas Thailändisch fließend. Sawadee ka. Kapkun ka. Das war's. Aber das habe ich drauf. Das Krokodil. Danke für den Sub. So, was geht hier ab? Kann ich fesseln oder will ich dann mal hier selber Grund rein? Tricks. Ich sollte mir irgendwie Luft machen, ne? Manchmal muss man ja mal Luft machen. Ich habe heute ein paar neue Snacks getestet im Kino. Ich dachte, heute ist Cheat Day. Ich war mit meiner Tochter bei Burger King. Big King XXL, Alter. Ich habe ein paar Pommes abgegeben vom Big King-Menü. Und dann im Kino paar neue Innovationen der Ungesund-Forschung. Oder allegedly ungesund. Reese's Peanut Butter Cup. Ich habe es nicht ganz verstanden. Was ist das? Also, es war lecker, aber ich habe es nicht ganz gerafft. Man kauft irgendwie sowas, was aussieht wie ein Riegel. Und da drin sind dann zwei Peanut Butter Cups. Was ist das Konzept von einem Peanut Butter Cup? Das wäre irgendwie so wie so ein Toffifee oder so. Da drin in der Verpackung ist noch eine Verpackung. Und dann ist irgendwie so Salty Peanut Butter da am Start. Aber ich hätte ungefähr 800 davon gegessen. Ich hatte zum Glück nur zwei. Aber ich hätte 800 davon gegessen. Hätte ich 800 gehabt. Fieses Zeug. Aber das Konzept wäre nicht ganz gerafft. Aber interessant. Und dann, ich dachte, heute machen wir ja einen auf Gandalf. Also für mich natürlich, meine Tochter hat ihre Kinderportion, Kids-Menü Popcorn gekriegt. Ja, machen wir uns nichts vor, selbst mit so einem Kids-Menü Popcorn ist sie 6 Stunden beschäftigt. Aber ich habe mir noch so, was habe ich mir noch geholt? Dime Bits hieß es, glaube ich. Auf fieses Zeug. Dime für die Partie, Mario. Eigentlich ernähre ich mich ja nur von Eiweißshakes und Chicken und Brokkoli. Aber ich dachte, heute lassen wir mal 5 gerade sein. So, Jules, hier. Gegen dich ziehen wir die Pferde raus. Na gut. So for you. Thank you for the soup. Das war der Mario. Ey, was ein berühmter Mario? Super Mario? Dass ich mit meinen 20% Fokus gewinne, liegt daran, dass ich den Gegnern hoch überlegen bin. Das ist das Konzept von Geschwätzblitz. Also, es sprüht eine gewisse Desinteressiertheit gepaart mit Arroganz aus, für die ich mit meinem guten Namen stehe. Ich bin Schachbundestrainer, meine Damen und Herren. Schön, schön, dass Sie dabei sind. Was geht hier?
Steuer auf C6. Stehmisse falsch. Lenny Ossas schreibt Ausrufezeichen Chalange. Lenny, Alter. Ja, hast selbst gemerkt, ne? Das ist schön gespielt, Lenny. Und nu läuft er zurück oder vor? Back and forth. Check out my gravel pit. Hey Chat, Stream macht Spaß. Ich hätte Geld verdienen könnte, würde ich jede Nacht rumhängen, mit euch labern. Was ist das Geheimnis? Turi, was muss ich tun? Jetzt sagen wir nichts von Regelmäßigkeit oder irgendwie unterhalten oder so. Das wäre alles nichts. Ist Vinny heute rausgeflogen? Ich hab's nicht verpasst. Dein Orange Crisp habe ich noch nie gehört. Whirlpool Chess? Ja, wahrscheinlich. Ich war in Thailand nicht so viel pumpen. Ich chatte in meinem Alter. Der Körper verzeiht nicht. Es geht bergab. Nature, weder Streamplan noch Cam. Ich habe barely Cam. Streamplan war auf jeden Fall auch nicht. Mehr Prime-Subs einfordern. Ich glaube, erstmal mehr Stream ist schon das Ding, ne? Aber ich habe die Regelmäßigkeit, kriegen wir nicht rein. Mein Leben ist so random. Reden wir ein andermal drüber, Chat. Ah, Moment, ich bin ein bisschen planlos hier zwischen Kursen, ab und zu kommentieren, Bundestrainieren, ein paar Top-Secret-Schachtrainingssachen. Ich weiß nicht, wo der Fokus hin soll. Und man denkt ja immer irgendwie so, ich bin jetzt, keine Ahnung, 57 Jahre alt, nur leicht übertrieben. Jetzt sollte ich mich gefunden haben im Leben. Ich weiß gar nichts. Ich weiß ja, ihr Altersschnitt ungefähr ist ungefähr 64. Mr. JP, wo wir beim Altersschnitt sind. Du als alter, erfahrener Mann, wäre das irgendwann besser? Sagt man immer, jetzt bin ich angekommen. Jetzt weiß ich, was geht. Ich habe nicht das Gefühl. Ich werde auch kein Stück schlauer. Ich hasse Minecraft. Touri. Ich weiß, es ist bestimmt super, Open World, man kann alles machen, aber ich kann nicht spielen, was eine schlechtere Grafik hat als Schach. Fortnite. Also ich habe noch nie Minecraft gespielt, logischerweise. Aber es. Ich werde jedes Mal sauer, wenn ich das irgendwo sehe. Fokus auf Handwerk. Hey. Pal World, was ist das? Oder Pal World? Oder keine Ahnung was. Irgendwas mit World. Kann ich hier das taken? Takes Two mit Eddie? Ach nee. Mit Eddie, sobald irgendwie was mit Spielen kompetitiv dabei ist, ist es, glaube ich, anstrengend. Ich glaube, mit Eddie muss man einfach reden. Das Leben. Die Kinder. Bevor es lasst uns reden. Rest wird sich ergeben. Baphomets Fluche, ich habe Mr. JP auf deinen weisen Rat hin Baphomets Fluch gleich sogar gekauft. Ich habe hier, keine Ahnung, 9 Euro oder so auf Steam ausgegeben für dich. Aber weiter ist dieses Projekt noch nicht fortgeschritten. Hier, Figuren schlagen können wir. Schach ist auch kompetitiv, ja eben, deshalb klappt das Format ja auch. Black Mirror, was war nochmal Black Mirror? Black Mirror? Haben wir mal was gespielt, was Black Mirror war? Ich habe die meisten Black Mirror-Folgen gesehen, aber nichts gespielt, oder? Das ist ein Game von Turi. Ah, okay. Hat Turi eigentlich. Was? Was ist da Stand der Dinge? Es ist wirklich nur reine Ignoranz. Ich hoffe, ich treffe da keine wunden Punkte oder was ist hier die Turi Bonchwa Connection? Ich kriege nichts mehr. Streamst du da manchmal oder war das mal oder bist du jetzt Bonchwa? Ich habe nichts verfolgt in der Twitch-Welt die letzten Wochen und Monate. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist Matteo hier irgendwie Ronny Berger die Haare geschnitten hat. Also Matteo scheint immer noch up to no good zu sein.
Hat nicht so funktioniert, ja, ich glaube es. Aber ich weiß tatsächlich gar nichts. Also wenn es awkward ist, dann forget it. Ich erinnere mich nur, dass ich einen Tweet gesehen habe und es dann nicht weiter verfolgt habe vor Urzeiten. Okay. Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Ganz liebe Grüße hier. So, ich habe einen Turm mehr, oder? Jules? Gönn mal eine Runde. Mr. JP? Heute ist nicht Freitag, ne? Ist morgen wieder Saufschacht bei euch? Okay, dann bin ich beruhigt, dann bin ich beruhigt. Black Mirror, veraltetes Spiel, das wie Lukas sein will. Also so wie. Ich kann keine Spiele merken. Wie ist dieses Pixelspiel, was wir gespielt haben? Das war gleich sogar Lukas. Mit Reacten kann ich Zuschauer gewinnen. Und natürlich regelmäßiger Streamen. Ah, okay. Streamen und Reacten. Das schreiben wir gleich mal auf. Notizen. Hier, wo meine ganzen Passwörter stehen normalerweise. Und meine Miles and More Karte. Hier, Miles and More. 9920. Was wollte ich mir aufschreiben? Ah, streamen und reacten. Auf was reacten wir dann? So lustige Gotham Chess Videos oder Seven vs. Wild oder was macht man da? Welche Game-Genres interessieren mich denn? Ich liebe tatsächlich so alte Point-and-Click-Adventures, weil es mich an meine Jugend in den, okay, sind wir ehrlich, in den 90ern erinnert. Ganze LucasArts-Kram. Also, was haben wir im Stream ja schon gespielt in den letzten Jahren? So Monkey Island, Indiana Jones 4. Was mag ich noch? Ich mag Tower-Defense-Kram. Bloons waren wir lange süchtig. Ich mag eigentlich alles, wo man nicht viel Skill braucht und schnell süchtig werden kann. So Vampire Survivors. Bloons. Das ist meine Welt. Ich mag nichts, wo man sich irgendwie einarbeiten muss. Ich mag nichts, wo man irgendwie viel Gelaber sich anhören muss. Ich mag eigentlich wenig. Wolf Among Us mochte ich auch, wobei selbst da, die Dialoge waren sehr, sehr gut. Aber manchmal dachte ich, Alter, jetzt halt mal die Fresse. Black Mirror wird empfohlen. Bakajaro sagt, will demnächst nach Thailand für einen Monat. Tipps vom Pro. Was willst du machen? Also Thailand kann ja alles. Kann ja links wie rechts Thailand. Bist du mit Family, mit Freunden, alleine? Bist du das erste Mal da? Willst du Strand? Willst du Inseln? Willst du Nachtleben? Willst du Kultur? Willst du Bangkok? Ich brauche ein paar mehr Infos. Also der Standardtrip ist, glaube ich, fliegst nach Bangkok wahrscheinlich. Dann, wenn man schon mal da ist, kann man 2, 3 Tage in Bangkok rumhängen. Sich hier die Skybars angucken. Lebua Tower, Banyan Tree. Banyan Tree war ich jetzt. Dann kann man, was man in Bangkok machen will. Es gibt einige krasse Kinos in Bangkok. Kannst googeln. Best Cinemas in Bangkok. Ja, wie heißen die? Embassy Suites und Siam. Wie heißt das? Siam Enigma, glaube ich. Also so richtig fette Kinos, wo du sogar ein eigenes Sofa kriegst mit Bedienung und. Ist nice, ist nices Zeug und erschwinglich. Dann, wie gesagt, ist sehr die Frage, was du willst. Pattaya ist die verrückteste Nightlife-Stadt, sehr auf Männer zugeschnitten. Der Welt kann man sich mal angucken, 2, 3 Tage, viel länger halte ich es nicht aus meistens, aber Pattaya ist natürlich crazy Zeug, ist in der Nähe von Bangkok. Wenn du es ein bisschen schöner haben willst, aber Bangkok am Festland bleiben willst. Hua Hin in die andere Richtung, nicht so bekannt. Hua Hin ist wunderschön, hat einen schönen Strand, hat auch ein bisschen Nightlife, auch gute Restaurants und so weiter und so fort. Also man kann links wie rechts. Dann, ich war jetzt eine Woche auf Koh Samet, nicht Koh Samui, das ist bekannter, weil ich zu faul war, nochmal zu fliegen. Koh Samet erreichst du relativ gut von Bangkok aus mit dem Auto und dann mit der Fähre rüber. Da kann man so, wie man sich's vorstellt, so einsame
Sandstrände, da am Strand liegen, seinen Mango-Shake trinken und übers Leben nachdenken. Phuket käme nicht so gut aus. Phuket war ich einmal ein paar Wochen während des Magnus-Matches hier. Phuket kann, glaube ich, auch alles. Ne? Phuket kann hier auch Nachtleben, Bangla Road, wie es so heißt. Kann die einsamen Strände. Also Phuket hat, glaube ich, viel drauf, aber kenne ich mich nicht gut aus. Was war das für ein fancy Restaurant-Bar, das ich bei Instagram gepostet habe? Das war hier Banyan Tree Vertigo Sky Bar, 59. Stock. Ist die bessere Sky Bar. Die Lebua Tower Sky Bar ist bekannter aus Hangover 2. Aber wir Pros, wir gehen ins Banyan Tree. Geile auch mal Leute, ich geile gerade Leute durch Thailand, Mann. Sonst, wenn man Thailand ein bisschen alternativ haben will, Chiang Mai, schöner Flug von Bangkok in Norden, sehr, sehr schöne Stadt. Nicht so überlaufen, mit zeitgleich auch nice. Ist nicht am Meer, also verrückte Wahl in Thailand, aber wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, sehr entspannt. Mehr so, wie nennt man die Post-Hipster-Generation? Mehr so Artsy-Vibes. Chiang Mai, wenn man was Verrücktes machen will. Check das aus. Full Moon Party auf Koh Phangan habe ich nie gemacht. Ja, das ist hier für euch, für die Ecstasy-Crowd da draußen. Weiß ich nicht, ist bestimmt auch nice. Aber die Insel bin ich so fern da. Koh Samui, Koh Phangan. Koh Phangan soll auch wunderschön sein. Da kenne ich tatsächlich nicht so aus. Ich bin halt durch die Connection zum Bangkok Open und Bangkok Chess Club. Stahl ich Meister aus Bangkok und fliege nicht nach Phuket oder Koh Samui sonst wohin. Bangkok Flug teurer als der Aufenthalt pro Woche, das auf jeden Fall. Flüge sind relativ teuer, Jens. Aber Bangkok, ich hatte ein sexy Hotel diesmal für meine Verhältnisse. Sehr zu empfehlen übrigens. Ja, ich sag euch einfach. Somerset Maison. Sehr zu empfehlen. Also in Bangkok, man kann jeden Preis zahlen und vernünftig übernachten. Aber das war das beste Hotel, was ich bis jetzt in Bangkok hatte und für deutsche Verhältnisse sehr schwinglich. Nice Lage auch, also nah am ganzen Sukhum wird Chaos, aber weit genug weg, dass man seine Ruhe hat. Ein paar sehr, sehr gute Restaurants, Cafés und so weiter in der Nähe. Also Shoutout an, ich glaube, so hieß es, Somerset Maison. Chiang Mai, Chiang Rai, kann man beides mitnehmen, wenn man schon mal da ist. Machst du auch Airbnb, manchmal in Thailand nicht. Hotels sind so billig und fühle mich ein bisschen safer. Wobei, stimmt gar nicht. In Hua Hin haben wir auch mal Airbnb gemacht. Mr. JP, sein bestes Hotel, noch nichts geklaut worden. Thailand ist mir noch nie was geklaut worden. Berlin wird mir mal alles geklaut. Thailand safe. So. Weiter im Text. Smücke. Touri ins Bett, ich soll auch ins Bett, ich muss morgen früh raus. Ich muss pumpen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Hier ist ja in meinem Alter. Dann muss ich schon wieder das Land bereisen. Gute Nacht, Touri, schön, dass du da warst. Wir spielen noch ein bisschen Schach, aber war noch nicht mehr so alt. Wir sind ja schon. Italienisch können wir Smücke. Gibt's sonst Neues? Ich habe gestern Nacht zum Einschlafen The Master geguckt. Habt ihr The Master gesehen? Philipp Seymour Hoffman. Ja, mein Lieblingsschauspieler. Ich glaube, ich nähere mich auch optisch immer mehr Philipp Seymour Hoffman an. Obwohl er in meinem Alter gleich schon, kurz nach meinem Alter schon verstorben ist. Unglücklicherweise.
Aber The Master, ich muss noch ein bisschen verarbeiten. Ich weiß nicht, ob ich alles gerafft habe, aber das ist, glaube ich, auch der Punkt. Macht den Eindruck, als wäre es ein fantastischer Film. Deepes Zeug. Nicht Master and Commander. Nur The Master. The Beekeeper habe ich natürlich gesehen, Chad. Hey, wenn Jason Statham alle umbringen muss, dann sind wir dabei. Beekeeper, von mir 5 Sterne. Okay, jetzt andermale ich hier ein bisschen meinen seriösen The Master Take. The Master ist Meisterwerk, glaube ich. Wie gesagt, bisschen zu schlau für mich. Ist noch nicht ganz gerafft. Aber Philipp Seymour Hoffmann ist eh immer krass. Super guter Schauspieler einfach. Philipp Seymour Hoffmann. Hier, Tante Mr. Ripley. Hey Scotty, how's the peepin'? How's the peepin', Scotty? Ich liebe ihn auch in. Sorry, ich muss kurz den Cineasten raushängen lassen. Ich liebe ihn auch in Boogie Nights, wo er der traurige Typ ist, einfach nur dazugehören will, sich in Mark Wahlberg verliebt, von Mark Wahlberg abserviert wird. Und es ist sehr, sehr traurig, der Boogie Nights Part. Aber auch überragend von Philipp Seymour Hoffmann. Er ist auch in dem einzig guten Hamburg City Film, den ich kenne. Wie heißt der nochmal hier? Der Le Carré Film, der in Hamburg spielt. The Man Who Wasn't There oder so, glaube ich. Ich glaube, The Man Who Wasn't There. Auch guter Film. Also, ich bin gerade so ein bisschen am Philipp Seymour Hoffmann Trip. Im Rahmen dieses Trips guckte ich The Master. Ich glaube, The Master ist Masterpiece. Beekeeper auf jeden Fall 10 von 10. Ja, wie gesagt, ich habe The Master auch nicht wirklich gerafft. Auch ein bisschen zu schlau für mich. Aber es wirkte clever. There Will Be Blood deutlich zugänglicher als Master. Ja, Master habe ich nur ein, There Will Be Blood habe ich nur einmal gesehen. War nicht so meins. Komischerweise muss ich wahrscheinlich nochmal gucken. Gilt ja auch bei vielen als Meisterwerk. Aber ich fand hier Daniel Plainview. Den. Heißt der Plainview? Ich glaube ja, ne? Den Daniel Day-Lewis-Charakter. Ich fand ihn ein bisschen unsympathisch. Call me crazy. Aber er hat mir nicht zugesagt, der Typ. I've abandoned my son. In Big Lebowski war ich auch super. In Big Lebowski ist ja der creepy Sekretär, der diese Fotowand erklärt, ne? Ist auch nice. Ja, so der typische. Typische. Reiche Leute, Assistent, Speichel, lecker. Daniel Plainview ist der Typ. Das ist mal ein Cine-to-Nerd-Battle gespielt, sondern One vs. One im Filmwissen? Ne. Also ich bin auch kein. Ich bin kein wirklicher Film-Nerd. Für einen Amateur habe ich solides Filmwissen. Aber ich bin kein Daniel Schröcker. Absolute Giganten ist auch ein toller Hamburg-Film. Ja, absolute Giganten ist nicht so meins. Da passiert auch nichts außer ihm. Goldene Handschuhe nicht gesehen, soll eklig sein. Aber natürlich gibt es noch mehr Hamburg-Filme. Primer, den Low-Budget-Zeitreisefilm. Der ist ein Stefan Tietze-Film. Das ist mir definitiv zu schlau. Ich will nichts so, wo mein Mind zu sehr blown wird. So, wo waren wir? Philipp Seymour Hoffmann. Ich habe noch irgendeinen Film mit Tricksereien, ich glaube vom koreanischen Netflix mir runtergeladen. Ey, nicht Netflix sagen, ich war gar nicht in Südkorea. Before the Devil Knows You're Dead oder so. Auch Philipp Seymour Hoffmann Film, der sehr gut sein soll. Shrek gibt The Master nur 3 Sterne, nicht verstanden. Ja, ich weiß nicht, ich habe ihn auch nicht verstanden, aber ich hatte den Eindruck, es ist ein Meisterwerk. Ich muss ihn wahrscheinlich noch ein paar Mal gucken. Aber. Ich habe selten das Gefühl, na, ich habe viel Kram hier reingezogen. Und das meiste haben wir ja schon gesehen, aber selten das Gefühl, oh, crazy. Ich bin auch kein großer Joaquin Phoenix-Fan tatsächlich. Aber Master hat mich geflasht. Reinhard, haut rein, haut hart rein, danke für den Sub.
So, haben wir gewonnen. Läuft bei uns. Chat 1 muss im Bett sein. Okay, ein bisschen können wir noch spielen, ne? Ist ja hier. Reminiscing. Eine normale Geschwätzblitz-Sendung. Packen wir aber auf YouTube, oder? Nennen Sie Geschwätzblitz. Was soll passieren? Meinst du Napoleon? Ich weiß nicht. Ich glaube, Napoleon ist schon mit den richtigen Idealen gestartet. Natürlich auch ein fantastischer General. Aber so leicht der Größenwahn hat ihn dann schon ereilt, ne, über die Jahre. Was heißt Größenwahn? War ja kein Größenwahn, war ja Größe. Aber ist schon ein bisschen, naja. Power corrupted schon ein bisschen, ne? Du meinst den Film wahrscheinlich? Ich habe den Film nicht gerafft. Also, es geht ja nur um random Battle Scenes, so im Abstand von vielen Jahren. Und zwischendurch hier ein bisschen Sexting mit Josephine. Also, weiß ich nicht. Ich hatte mir mehr erhofft von dem Film. Aber es gibt auch Leute, die ihn lieben. Aber nee, der Film hat mich nicht so geholt. Napoleon war auch durchschnittlich groß tatsächlich, ne? Also dieses Napoleon-Komplex, das ist alles Quatsch. Panzer, Calimero sagt, kenne ich die Story mit dem gefrorenen See? Kenne ich, kenne ich. Ich bin zwar kein gefrorener See, aber ich mache dich trotzdem nach dem Einbruch kalt. Wesley ist auch hier General Napoleon hat, ne? Ich habe ja auch die ersten 57 Folgen von The Age of Napoleon, dem Podcast, gehört. Leider schon wieder alles vergessen. Aber eigentlich bin ich Napoleon Studiosus. 1,68 ist doch nicht Durchschnitt, oder? Weiß ich nicht, Mr. Burns Ortiz. Was war denn so Durchschnitt deiner Meinung nach im Jahre 1795? Ich glaube, 1,68 ist gut dabei. Le Buxer, ja, die Geschichte ist bekannt. Nicht mehr waschen, mehr in 3 Tagen da. Aber das ist ja Standard. WM 2006. Wenn er zweimal aus dem Exil zurück ist, ist auch lustig. Joa. Ich komme da mal durcheinander. War er es Elba? War er es St. Helena? Es war St. Helena, ne? Ich weiß es nicht. So, da bin ich noch nicht mal im Podcast und im Film. Okay, sagt er, aber hier kein Bock mehr. Jetzt reiten wir mal zurück mit 30 Leuten und dann sagt er der Army, hier, ich vermisse unsere gemeinsame Zeit, ich vermisse unsere Siege. Let's go! Und dann ist er wieder Chef. Fern, aber sich durch die Oscar-Nominierung. Ich habe auch viel noch nicht gesehen. Ich habe Oppenheimer natürlich gesehen, Killers of the Flower Moon. Aber Holdovers, Anatomy of a Fall, habe ich beide noch nicht gesehen, wollte ich gucken. Ich wollte auch Zone of Interest gucken, wobei das natürlich wahrscheinlich anstrengender Watch wird. Past Lives habe ich angefangen zu gucken. Im Flieger hatte ich nicht so Bock drauf. Aber muss man gleich auch in der Stimmung sein. Und ehrlich gesagt, ich werde wahrscheinlich nie in der Stimmung sein für Past Lives. Ja, das muss ich auch erstmal gucken. Poor Things wollte ich auch noch gucken. Also es gibt zu tun, aber Anatomy of a Fall und Holdovers wollte ich auf jeden Fall auch gucken. So, wir können die Queen taken, ne? Taken wir die Queen. First we take Manhattan. Take the Queen. Ja, wie gesagt, Past Lives habe ich angefangen zu gucken. Ist bestimmt ein super Film und bestimmt auch hier ja, hat es eine wichtige Message über, keine Ahnung, was Past Lives. Aber ich war schnell gelangweilt. Ich bin eher so Beekeeper.
Josephine, I give you all my love. Singen können wir. Chat, muss ich hier Better Call Saul zu Ende gucken? Ich habe so die ersten drei Staffeln oder so geguckt, war gut, aber auch ein bisschen slow. Ja, sagen alle, es wäre besser. Ich komme zu nix. John Wick 4, super, Basti. Eric Zion, danke für Lissab. So, ist es hier matt? Sollte irgendwie matt sein. Aber wie? Erstmal auf 6. The Bear ist fantastisch. Okay, nur im Filmchat. Wenn ihr eine Serie noch nicht gesehen habt, die ihr nachholen müsst. Is the Bear. Ist auch schnell geguckt. Halbe Stunde Folgen, 8 Folgen oder so. Guckt The Bear, Staffel 1 und 2. Everything Everywhere at Once habe ich mich auch durchgequält. Auch, Alter. So. Aber manchmal bin ich in der Stimmung für so artsy Schissel. Tar fand ich super zum Beispiel. Everything Everywhere at Once. Ja, verstehe, Zeitreisen. Ja, verstehe. Brothers Sons? Ist nicht ein Western mit. Ach ne, das ist was anderes, was ich meine. The Brothers Sisters, oder so meine ich. Der Western mit John C. Reilly. Und Joaquin Phoenix. Sisters Brothers, genau, den meine ich. Night Manager kann man gucken. Ja, mach's nichts falsch. Ist Tenet denn gut? Ich hasse Dark, Jenna. Hasse es zu stark. Ich fand Dark nicht gut. Ist mir zu German. Humorlos, regnet die ganze Zeit. Jeder Charakter ein bisschen sus, weil sie ja Germans. Aber dafür ausgefeilte Zeitreisenlogik. Und jedes Dorf, auf dem ich hier so zu Schachbundesliga oder Schachzwecken bin, fühlt sich immer so an wie das Darkdorf. Außerdem habe ich meistens keinen Bock, irgendwie aufzupassen. Der Typ ist jetzt der Typ in der Vergangenheit, Zukunft. Hey. Ich bin nicht so der Aufpasstyp. Hansi, sag guten Abend, hat Spaß hier. Dankeschön, Hansi. The Gentleman. Gentleman war ich super. Also überraschend gut, weil ich war so ein bisschen Guy Ritchie müde. Aber Gentleman konnte man noch gut weggucken. What's not to like? Lohnt es sich, in Ozark reinzufuchsen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe die erste Staffel geguckt, war okay. Ich glaube, die dritte Staffel ist super, sagen alle. Aber dazu muss man erstmal erst und zweite durcharbeiten. Und ich glaube, da gibt es relevantere Serien als Ozark heutzutage, um hier sich die Fuchshose anzuziehen. Aber kann man machen, ist auch nicht schlecht natürlich. Nee. Wie findest du Fünfte Element? Ey, Fünfte Element habe ich so 7-mal angefangen zu gucken. Ich schaff's nie weiter als die Anfangsszene. Es sieht immer aus wie, keine Ahnung, eine schlecht gemachte Folge Doctor Who. Oh, ich bin jedes Mal raus. Ist bestimmt super. Doom Patrol Serie ist nice. Ne, bin ich auch dabei. Hey. Das 100. Mal. Ja, hallo, jetzt sind wir aber ein Superhelden-Team. Aber diesmal sind wir Misfits, weil wir sind eigentlich so Aussteiger, Loser und voll crazy. Aber dann finden wir doch irgendwie zusammen und lösen irgendwie tolle Superheldenfälle. Lass mir in Ruhe, Doom Patrol, Alter. Hier Anti-Superheroes. Das ist meistens ein Zeichen, dass die Zeit der Superheroes vorbei ist.
Wenn man noch die Anti-Helden hat, hier The Boys, Doom Patrol, die dann trotzdem gleich einen Schissel machen wieder. Trizeps Rathaus, ich schaue lieber Streams, zum Beispiel Youngstern TV, weil da echte Menschen vor der Kamera sitzen. Naja, ich bin ja auch ein Charakter hier. Aber trotzdem, Chat, ist mitten in der Nacht, ich habe seit Ewigkeiten nicht gestreamt. Schön, dass wir hier trotzdem 500 Leute haben, die sich diesen Schwachsinn angucken. Es freut mich. Hätte er gedacht, dass Gary Oldman dir gefällt? Ich liebe Gary Oldman, Slow Horses. Aber ich habe doch keine Zeit. Was sagst du, Elfenlied? Hab ich noch nie gehört. Was ist Elfenlied? Anime? Gar kein Plan. Blue-Eyed Samurai wollte ich gucken. Aber ich bin noch nicht weit gekommen. Ich glaube, ich habe es auf meinem iPad vielleicht. Setzt auf Witze und nicht auf Aussteigersyndrom. Ey, Doom Patrol ist Schrott. Summer Fans, Doom Patrol Nerds. Das war nix. Ich hab alle Invincible Comics gelesen. Invincible haben mich irgendwie geflasht. Gar nicht, wie ich drauf komme. Scheiße, Comics. Invincible ist mein Superheld. Kann ich empfehlen. Die Serie auf Amazon Prime ist auch Killer, aber da sind ja erst anderthalb Staffeln draußen. In den Comics geht einiges. Knives Out, von dir nur eine 3,5. Eine 3,5 von mir ist schon mal gut, erstens Mr. JP. Ich bin sehr kritisch und Knives Out hat auch nicht mehr als 3,5 verdient. Nein, 3,5 von mir ist schon gut. Der erste war besser als der zweite, ja klar. Bluey oder Pepper Woods? Ich liebe Bluey, aber meine Kinder feiern das nicht. Und alleine Bluey gucken kann mir auch immer albern vor. Aber Bluey ist gutes Zeug. Invincible Super kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Mein Lieblingscharakter natürlich Battle Beast. Wer von den Schachnationalspielern hat die beste Filmempfehlung gegeben oder den besten Filmgeschmack? Ich weiß es gar nicht. Rasmus Fahner hat, glaube ich, relativ Mainstream-Geschmack. Kann gleich nicht zu viel Blut sehen. Ist nicht so horrorfilmmäßig. Vinny hat noch viel Wissenslücken. Vinny ist jung. Vinny musste hier Abi machen, irgendwie einer der besten Schachspieler der Welt werden. Harry Potter 10-mal lesen. Also das können wir ihm, glaube ich, nachsehen. Matthias Blühbaum, ich traue mich nicht zu fragen. Ich glaube, das ist viel Dunkelheit. Viel dunkles Zeug. Aber ich sehe mich da schon, also was Filme angeht, als Lehrer, nicht als Schüler. Sonst was Schach angeht, nehme ich gerne all die Geheimnisse mit, weil ich Schachbundestrainer bin. Aber was Filme angeht, können die Jungs mir echt nichts erzählen. Suki Ray sagt, just here for the proper nouns and familiar cadence. Now I sound slightly less robotic in German, because of my native tongue. So, sometimes I don't break randomly within a sentence. But I've done a chessable course, been recording, it feels like, for the last 8 months, where the familiar cadence is back. Random breaks. Sometimes screwing up the TH, sometimes not. It's happening. In English, indeed. Common tongue. WM 2666. Coming out February 26th. And I'll be plugging it. In all the languages. Non-stop. Yeah, I don't give a
a shit about chess either, but people won't listen to me if there's not a chessboard somewhere. So, wie Deutsch, Alter. Well, good to see you, Suki Ray. Moment, hat Night Bunny mich hier gerade Boomer genannt. Grumpy Jan. Warum? Ah, Night Bunny ist bestimmt Doom Patrol-Fan, ne? Einzige Erklärung. With a strong emphasis on the H3. Tell me about it. It's very tough, H3 for Germans. Krokodil, Alter, jetzt gibt's ein bisschen Probleme langsam. So langsam. Euterium. Krokodil hat zu spät gesehen, dass ich Großmeister werden. Ja. Fetche raus. Magic for cool, thank you. Deadwood habe ich geguckt, ja. Wurde auch sehr abgefeiert. Ey, für mich war die Sprache ein bisschen zu artsy. Aber waren schöne Bilder natürlich. Aber mir auch ein bisschen zu meta. Ich bin eher so unforgiven bei Meta-Western-Schisse. Haben wir Rochade Schokolade. Lumungus, danke für den Sub. Yuma, 310 to Yuma. So, was geht hier? Kann ich D5 spielen? Brauchst du nie mehr nachzudenken. Yeah. Oder ich mache einfach ohne nachdenken. YOLO. Die Warrior gefallen. Wem gefällt Warrior denn nicht? Warrior ist vielleicht der beste Film aller Zeiten. Tom Hardy ist ganz aggro, kommt raus. Bam! Auf die Fresse. Wieder rein. Ja, die andere haben wir ja nicht so mitgekriegt. Hier, Nick Nolte, ja, der hat irgendwie Alkoholprobleme oder so. Ne? Tom Hardy kommt so. Bam! Warrior, super. Es gibt einen Film mit dem Titel The Grandmaster. Ist leider ein Wing Chun-Film. Aber gibt es. Ja, stimmt, Warrior habe ich die letzten 100 Jahre als Watch Party angekündigt. Ne? Hey, Warrior ist ein fantastischer Film. Basti, guck ihn so oder so. Auch zur Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob er noch auf Prime ist. Killing of a Sacred Deer, ist das Yorgos Lanthimos? Ich glaube, ich gesehen, aber schon wieder alles vergessen. War anstrengend, oder? Ja, ich spiele mit allen Tricks. Zack, zack. Zack, zack. Ja, wenn er fancy ist, kann ich Dame opfern. Aber er kriegt nur zwei Figuren. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ja, musst du zurück, ne? Aber jetzt gibt es doch hier Stress. Stress ohne Grund. Bäh! Ich bin Schachgroßmeister, meine Damen und Herren. Deshalb bin ich so glücklich und so reich und so gut aussehen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bukowski, ich habe natürlich Charles Bukowski gelesen, Chat. Ich bin
bin ein lebensbejahender Typ. Charles Bukowski spricht meine Sprache. Filme nicht gesehen. Hier, skandinavisch. Sprech auf 3 empfehle ich euch auch. Es weitergeht. So. Ich glaube, mein Kurs sagt C4 und weiß crushed. Aber mein Kurs hat auch, ey, wenn ihr nicht weiter wisst, ihr könnt einfach Lauf E2 Rochade spielen, dann C4. Schon immer besser. Das ist das Problem mit diesen Trickvarianten. Weiß er meistens 17 gute Common Sense Wege. Oh, ich muss mal früh raus, Chat. B3. Gipfeltreffen, Streter König Schubert, das ist sein Humor. Ich glaube, ich habe ein, zwei Folgen gesehen auf YouTube. Ich weiß nicht, ob es mein Humor ist, aber. Doch, kann immer gut gucken. Ich weiß überhaupt nicht, allgemein nicht, was mein Humor ist. Oh nein, H4 Maustel, wolltest du H3 spielen? Local Street Network. Local Street Work. Wolltest du H3 spielen? Es tut mir ein bisschen leid jetzt, ich nehme natürlich trotzdem. JP-Steuerung ist unspielbar auf PC. Auf jeden Fall, wenn man wie ich das beste Gamepad, was man für 17 Euro erwerben kann, verwendet. So, den bauen wir aber auch noch, oder? Wenn wir schon hier sind. Orangensaft schütteln geht gar nicht. Den Baum muss ich hier noch verdoppeln oder was? Scheinbar noch doppeln, ne? Scheint mir den Bauern nicht geben zu wollen. Oh Mann, ich will ja den Bauern haben. Es waren noch Zeiten, ne, dass wir nicht nur irgendwie schlecht gelaunt Schach gespielt haben, sondern auch schlecht gelaunt andere Sachen. Aber ich komme zu nichts, ey. Ich hänge ein bisschen in der Luft. Ich habe keinen klaren Fokus. Ich habe zu viel oder zu wenig. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann jammern wir auch wieder rum hier, wie schwer ich's hab. Das ist nämlich eigentlich immer. Die rote Linie, die sich durchzieht. Ich habe es sehr, sehr schwer. Nehmen wir den und nehmen wir den. Wahrscheinlich schon Türmchen, ne? Mehr auf Bauchgefühl hören. Ja, mein Bauch ist sehr dumm. Weil mein Bauch meinte, fahr nach Thailand 2 Wochen. Hat der Bauch wieder recht gehabt. Jetzt ist der Bauch wieder hier. Jetzt sagt fehlt dem Bauch sein Squid Garlic Pepper. Fehlt sein Massaman Curry.
fehlt sein Roasted Chicken. Und dann kriegt er nicht viel auf die Kette. Streetwork hier. So, spielen noch zwei Partien, dann gehen wir pennen oder was? Toilet Account One. What's up? Schau in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm making money. Triple Evil will Golden Milk. Ey, meine Golden Milk Phase ist schon wieder vorbei. Ich habe vorhin den Schrank durchsucht. Ich habe gesehen, ich habe Koffein-Kakao. Vielleicht ist das die Lösung. So, ist nicht da, Toilet Account. Dann nicht. Dann eben. Spielen gegen den naiven Hans. Kein Kaffee mehr. Ja, es ist mitten in der Nacht. Kann ich jetzt keinen Kaffee trinken. Der naive Hans ist auch nicht da, ne? Eingepennt hier. Doch, der naive Hans ist da. Ich habe den Clip gesehen, wie Matthias sich gefolgt hat über den Judgmental Pulli. War sehr wholesome. Ich habe mich auch gefreut. Vielen Dank für den Pulli. Ich werde hier auch. Ich werde in der Nationalmannschaft, denke ich, im Judgmental Pulli coachen jetzt beim Mitropa Cup. Also. Der Judgmental Pulli wird noch einiges erleben. Hast du es einstudiert, naiver Hans? Ich kann mir doch nichts merken. Ich kann mir doch nichts merken. Okay, ich kann mir noch was merken. Ich habe gelogen. Ich kann mir merken. Du vergesst mal Tom-Yum-Suppe. Ich bin nicht so ein Fan von Tom-Yum-Suppe. Du Pasa, spielst noch eine Partie gegen mich, wenn ich 5 Subs schenke? Ja, käuflich bin ich jederzeit. Hau raus, du Pala. So, naiver Hans. Hier saß mal im neuen Kurs. Es wird Chaos, der neue Kurs. Ja, E4 habe ich nicht gecovert. Aber zack. Nehmen wir noch auf. Nehmen wir noch auf. E4, Dame schlagen. Bam. Dann brauchst du nie mehr nachzudenken. Yeah. Statt E4 ein besserer Zug, Chat. Ich springe nach D4. Spieler springt nach A3. Springer E2. Dame E3. Springer F4. Eine Möglichkeit. Oder Dame nach D3. Springer F4. Dame schlägt B5. König nach D8. Dame nach C4. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es bleibt spannend. Ich glaube, Läufer D7 können wir machen. Dame C4. Dann Besi. Chaos! Käme ich aus hier. Bikinator! Da, Lupada! Danke für die 5 Subs! Wühler, kein Zigarren mehr. Wie heißt du, Lupada? Das kriegen wir noch auf die Kette hier. Lupada, okay, das kriegen wir mal. Bikinator, hier, Dame A5 Schach. Eine Variante, die ich erfunden habe. Damals. Sehr schlecht, leider. Yes. Selbst Assi-Bude.
Wühler keine Zigarren mehr. Nein, Wühler. So, ich hatte Sprecher B3 eher befürchtet. Ich sag's euch, wie es ist. So und nun. Bauer vor. Wahrscheinlich muss ich hier rumstressen, ne? Yeah. Chat, streikt die Bahn gerade? Kann ich morgen Bahn fahren? Haben Sie mal einen damals ja gesehen und trotzdem gespielt? Die Nervosität, ja, die Variante ist natürlich auch hardcore, ne? Wenn man es einstudiert hat. Dann hat man auf einmal alles weniger und muss weiter Druck machen. Also ist natürlich, ist Hardcore die Variante. Ich bin raus aus dem Musikgame, Chat. Was gibt es denn Neues? Frankfurt streikt so ein bisschen. Ach stimmt, öffentlicher Personennahverkehr streikt. Ne? Ich muss gucken, wie ich irgendwie hier. Ah, okay, das kriege ich gleich hin. Was immer. Schon Flügel, streng Flügel. Wie soll man überhaupt irgendwohin jemals reisen? Ich will eigentlich innerdeutsch auch nicht fliegen, aber Pan Alter, ihr macht es einem auch nicht leicht. Bisschen Fra, ich bin in Haha. Hamburg City. Bahn soll morgen fahren, alles klar. Wasserstation, haha. Das sei nicht, wegen meiner unglaublichen Prominenz. Ich will nicht, dass ihr hier alle hinzieht in die Hut. So schon schlimm genug. Schon zornig von Shi'Agu gehört? Ne. Ich bin in Hauptbahnhof, bin ich. Luciano hat gedroppt. Ich bin so raus aus Deutschrap, ich weiß. Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht. Manchmal höre ich was und es gefällt mir, und dann denke ich mir, die Competition, Mann, Sammy Deluxe ist dran. Ich glaube, das ist so im Alter. Man hängt einfach in dem Kram aus seiner Jugend. Und selbst wenn mir was gefällt beim Hören. Ich schmeiß Fuffis in den Club und sag wow. So, was geht hier ab? Bikinator, ach nee, nicht Dame F5. Wir stellen mal die Dame ein, gerade wenn es spannend wird. Und dann Dame G6. Ja, es ist 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee allein. Ja, mein Budget war klein. Na fein, willkommen im Verein. So, hier, Francesco. Lupada, wie heißt denn jetzt? Du musst auf Lead Chess challengen. Ich sehe keine Lupada Challenge. Geht los, geht los.
Chat, ihr seid alles hier gewiefte Finanzfüchse. Trade Republic, gut oder schlecht? Da ist Lupada. Matteo schafft es nicht, sich dort anzumelden. Okay, alles. Kann ja alles Mögliche bedeuten. Nächste Frühsprecher nach C3 Lupada, schimpfe ich auch mal mit Eddie. Nico Silberfeiser, bisher keine Probleme gehabt. Okay. Ein- und Auszahlungen funktionieren. Die Beschwerden liest man immer über Customer Service, aber ich will eh mit niemandem reden. Funktioniert. Liegt ja am fehlenden Ausweis bei Matteo. Hä, Matteo? Wie ist er ja ausgegangen, die Geschichte mit seinem Pass damals? Prozent Baccagiaro. Aber es lockt natürlich viele Fische wie mich an. Hyperredder. So, was geht hier ab gegen Lupada? Normale Stellung noch. Nicht viel los. Immer mal so. Einen Turm zurückschlagen zu können. War G, that's not cool. So, jetzt kann ich den Bauern schlagen, oder? And also very far from the truth. Okay, also Trade Republic Reviews im Janissan-Chat. Er funktioniert. Ja, mit Zinsen schlägt man meistens keine Inflation, aber man kann ja auch nicht immer all sein Geld in irgendwas angelegt haben. Ne? Also, dann ist er besser als nichts. Ich dachte. Wie gesagt, dass ich mich da mal drum kümmern muss, wo dass das Geld nicht so für 0% irgendwo rumliegt. Deshalb skandiere ich gerade hier. Die Anbieter da draußen. Skandieren, sagt man so? Nee, meinen wir sicher nicht, Crowfair. Apropos nix. Ich habe den Blackberry gesehen. Kann man gucken. Eine krasse Schauspielleistung von dem Typ, der, wie heißt er? Den Agro-CEO spielt. John Balsillie. Ja, steigt der Zins bei der Bank, dass er es rumliegen lassen, nicht mehr so schlecht. Ja, aber muss man ja trotzdem was tun, ne? Sonst. Von nichts tun kriegt man nichts und selbst so Tagesgeldkonto kriegt man ja so, keine Ahnung. Was kriegt man? 1%, 1,5 oder so, ne? Also, wir checken die Lage, Chat. Not financial advice. Ich war gerade auf dem Trip, mir den ganzen Lachs mal anzugucken. Ich habe irgendein Depot bei, wie heißt die? OnVista Bank oder so. Das Interface nervt mich immer, aber sonst scheint es auch alles. Funktioniert zu haben. Oder über die Jahre. Bei neuen Konten aktuell über 3. 3,8% kommen direkt, aber Festgeld wahrscheinlich, ne? Nicht Tagesgeld. So, hier muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht weggeopfert werde. So Tobi 6, Läufer G6 und so Schisse.
Tagesgeld für 6 Monate. Okay. Auch nicht schlecht. Komm direkt, Alter, gib nochmal Gas. 4 Tage. Gehen wir bei Lupana kurz die Analyse. Na, ich muss pennen, Basti. Ich muss morgen früh raus. Aber Lupana schlägt sich wacker hier. Sorry, dass wir die Partie mit Finanzgesprächen verplempern. Ich habe ein Bauern mehr, aber Lupana macht Druck dafür. Also für 11,49 ist das eine starke Leistung. Dame E5. Wenn ich den Springer wegzüge, zack, zieht Lupana uns die Matrose an. Aber mache ich natürlich nicht. Mach ich aber eben gerade nicht. So, nu. Immer muss ich mal Stress machen. So, JP sagt, kann sich noch bewerben für Zugzwang. Ich weiß nicht, wie Stand der Dinge ist. Ich muss auch bei mir, ich bin ein bisschen. Ich hänge ein bisschen in der Luft mit allen möglichen Sachen. Mit dem neuen Zugzwangtermin, dies, das, jenes. Aber kriegen wir es hin, kriegen wir es hin. Zum Glück sind es Luxusprobleme, wie die Wahl der richtigen Bank. Weil ich nicht weiß, welche meiner vielen Möglichkeiten ich nutzen sollte. Man kann nicht alles gleichzeitig machen. Den Bauern kann sich schlagen, ey. Läufer musst du aber halten, du Pader. Du musst das Läufer A3 machen hier. So, bäm, zurück. Jetzt ohne Läufer wird's schwer. Hab gesagt, Baller ins Haus, Baller ins Haus. Dann sparst du mehr bei Steuer, als du Zinsen bei der Bank bekommst. Ja. Aber. Ist ja auch begrenzt. Oh no! Was jetzt willst du hier streiten, du Pader? Okay. Kuckuck. Ich sag, er muss halt mehr verdienen. Ich glaube, das ist immer das Problem, Chat. Ich muss mehr verdienen. Aber wie? Wir kaufen meinen Chessable-Kurs. Ich glaube, für 26. Februar kommt er raus. Ansonsten, wie gesagt, hänge ich hier im Moment in einigen Lack of Focus. Was soll ich tun? Geschichten. Aber ich stream gern. Wir sollten das regelmäßiger machen. War auf jeden Fall eine große Freude. Dass ihr. Oh, ich habe irgendwas Falsches geklickt. Diesen Abend mit mir verbracht habt. Und.